Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa mit einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21. Ja, und falls euch das gefällt, was ich hier so tue. Oh, stopp. Dann könnt ihr sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Kostet nichts, hilft mir ein bisschen. Und ja, Glocke aktivieren, wenn ihr wissen wollt, was ich noch so alles mache. Okay. Gut, es geht weiter. Wir waren ja hier. Moment, ich muss jetzt aufpassen. Gut. Ich war ja verseucht, infiziert und hatte nichts mehr. Bin dann nach Hause gefahren von hier offline. Und muss aber irgendwann wieder zurück. Ich würde aber jetzt tatsächlich mal gerne das Wüstengebiet finden. Allerdings muss ich dann zu weit fahren. Ist auch nichts, ne? Wir könnten aber, mache ich dann auch gleich einen kurzen Break, nochmal hier hochfahren. Ich denke, dass hier irgendwo das Wüstengebiet anfängt. Muss eigentlich, weil da unten ist Schnee. Da könnte es eigentlich so sein. Ich hätte gerne mal noch die Wüste freigesetzt, offengelegt. Und wenn die hier im Bereich irgendwo wäre, wäre natürlich richtig gut. Da könnte ich wieder so ein Dreiländereck konstruieren. Eins habe ich ja hier schon. Aber ich hätte gern die Wüste. Die wäre mir eigentlich sympathischer. Könnte auch auf der Seite sein, ne? Ist schwer zu sagen, aber. Naja, mal gucken. Was ich jetzt aber zuerst mal noch gucke, ich habe hier noch Loot, sehe ich gerade. Da fahren wir mal gleich hin. Und ich habe den Händler. Fahre ich jetzt auch mal noch kurz hin, weil ich gar nicht mehr weiß. Habe ich noch von dem eine Mission? Das ist, glaube ich, die Nacht mit. Ne, das ist Stufe 3. 616. Oh, da machen wir. Ach, Stromzufuhr. Ne, das ist Nachtmission. Ne, ne, ne. Das ist wahrscheinlich die von meinem Händler hier. Also, habe ich gar keine Wahl. So, ich habe jetzt genug Honig eingesteckt. Honig. Das machen wir weg. Moment, einmal kurz. So. Aber. Dann wieder, was haben wir? Wir haben noch Kuchen. Wir haben noch die gute Suppe. Die ist natürlich richtig gut. Und wir haben noch von denen nach, ja. So, pass auf, die werde ich jetzt mal wieder anziehen. So, das kriegt der Händler noch. Händler will einfach keine Hüte haben. Hab ich noch Federn? Moment, dann machen wir das erstmal. Vollenden wir das hier erstmal. Ich kann hier den Kühler einschmelzen. Der bringt ein bisschen Messing. Und was sonst noch was dabei? Ne, die. Ich habe die Stahlspitzhacke. Habe ich hier dabei? Ne, die habe ich ausgeladen irgendwo. Oh Gott, ich habe überall Zeug. Oder habe ich die noch im Fahrrad? Ich habe keine Ahnung. Gut, das weg. Mods und Teile. Machen wir es mal erstmal weg, dass wir weiterkommen. Sie ist nicht wichtig, das ist wichtig, das ist alles wichtig, ne? So. Gut. Ach, da haben wir noch was. Pfeilspitzen aus Stahl. Kann ich die hier zerlegen? Ja. Bringen wir wahrscheinlich nur Eisen, ne? Ja. Kein Problem. Besser als gar nichts. Okay, so, dann. Gute Frage. Was mache ich jetzt? Chemiestation. Da fehlt immer noch irgendwas, glaube ich. Dreimal Kochtopf. Eisenrohre. Ah, Säure. Säure war es, genau. Säure ist Chemie. Wie viel haben wir da mittlerweile? 3. Ja, genau, die Säure. Okay, so, jetzt muss ich überlegen. Das war, oder ich cancele die Aktion hier mit der Nachtmission. Die ist, glaube ich, sowieso. War das die, die im Wasteland ist? Würde ich die sowieso erstmal canceln. Ja, komm. Weg damit. So. Also.
Da können wir jetzt doch zu unserem Händler fahren. Vielleicht will der auch den Hut haben. Oh, wir haben noch mehr hier. Dann, auf geht's. Komm, wir fahren zum Händler rüber. Ja, wäre schön, wenn wir irgendwann mal ein Moped bekämen. Ne? Sprit haben wir schon ein bisschen gesammelt. Und Säure. Wir brauchen Säure. So, Hauptsache ich werde wieder gesund. Das war ja Katastrophe, ne? Aufgaben. Stufe 4 will ich jetzt noch nicht machen. 900 Meter, 800 Meter abholen. Sagt mir jetzt erstmal nichts, aber ich werde dir jetzt erstmal ein bisschen was hier verkaufen. Weg. Die will ich verkaufen. Ja, die will ich verkaufen. Den habe ich, glaube ich, genug. Ich habe eine ganze Menge Brillen. Einer habe ich an, kommt alles weg. Den arbeite ich eh nicht. Auch weg. So, der weg. 13.000. Das ist doch mal was, ne? So, einmal kurz durchgucken. Ah, genau, Säure. Säure wäre interessant zu kaufen. Wasserfilter wäre auch interessant. Ist aber teuer, ne? Weil ich will mir ja dann doch irgendwo dann. Ah, komm, lass mal. Ist mir jetzt zu viel Geld. So, Kochtopf, Kochtopf, Dietrich. Pumpgun, ja, wäre interessant, aber. Lass mal. Klingenfalle. Nützt mir jetzt noch nichts ohne Strom. Wird sich wieder geben. So, okay, wir gehen die Mission durchmachen. Durchmachen. Okay. Werden aber nochmal durch den Wald, so ein bisschen zickzack. Oh, ist das wieder die. Nee. Okay. Naja, gut, es wiederholt sich sowieso mit der Zeit. Ich werde aber hier mal ein bisschen durchfahren, um zu gucken, dass ich noch irgendwo einen Baumstumpf finde. 16,55. Ja, hier waren wir eh schon überall. Aber ich bin nicht sicher, ob die dann auch nachspawnen. Eigentlich wäre es schon sinnvoll, ne? Weil anders komme ich hier nicht an Honig. Nicht, dass ich wüsste. Oder kann man den auch herstellen? Nee. Nee, nee, nee. Na komm, wenn ich schon mal auf der Suche bin nach dem Zeugs, dann nehme ich auch die Eiers mit. Ja, klar. Gut, wäre jetzt ein bisschen viel verlangt. Aber die Federn kann man auch verkaufen zur Not. 17 Uhr, ja, ich sollte jetzt nicht zu lange hier rumtrödeln. Zeit läuft, ne? Aber dreierlei. Tja, ich wollte, ich würde zu viel Honig finden. Wir haben noch ein bisschen, ja, ist kein Thema. Sind wir eigentlich schon in der Nähe? Okay, hätte ich ja können abkürzen. Aber gut, ich wollte ja ein bisschen was finden, ne? Da ist ein Baumstumpf. Mit ohne. Erfolgreich war es schon mal. 4 Eier, immerhin, ne? Jetzt noch ein Baumstumpf mit Inhalt wäre natürlich genial. Oh, die Hütte kennen wir ja auch. Zur Genüge aus früheren Episoden. War auch mal eine schöne Base.
Ist eine gute Mauer drumherum, aber was heißt gut, ist nicht wirklich stabil, aber schön. Kein Baumstumpf, ne. Okay. Parken. Mal gucken, kann ich dir irgendwas geben? Wie sieht es mit meinem Hunger aus? Oh ja, Durst haben wir auch. Was habe ich mitgenommen? Nichts zu trinken, weil ich wieder aufgeräumt habe. Ich bin Teppich, Teppich. Oh, yeah. Das heißt, egal was ich da drin finde, mach das mal kurz rüber. Nahrung, Gesundheit. Das bringt nur Nahrung. Aber nutzt mal trotzdem. Das Ei weg, die Holz weg. Nichts zu trinken mitgenommen. Dafür jede Menge Muni. Das heißt, ich muss gucken, dass ich hier drin was finde. Hallo. Hier sind nur Vorräte zu holen. Eins oben drüber. Okay. Huch. Ja. Ja, Wasser ist natürlich gut. Wohnt da jemand? Entschuldigung, beim Baden gestört. Ach, so schlimm ist der Durst gar nicht. Ich habe mich da vorhin doch irgendwie verguckt. Ne? Okay. Ja, die würde ich mitnehmen. Die bringen immer ein bisschen Eisen. Gar nicht mal wenig. Oh ne, das ist. Doch, da käme einer gerne durch. Nehmen wir mit. Da waren wir schon. Klamottis. Oh, ein schöner Helm, ja, den können wir gut verkaufen. Ja, sollte ich dann doch. Ah, falsche Waffe. Falsches Werkzeug, so. Sollte daran denken, es kommen immer schwierigere Gegner. Kann sein, dass es hier nachher weitergeht. Ist schon lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Lockpick. Bauplan. Noch ein Lockpick, sehr gut. Den lernen wir. Der ist ja nicht besser als meiner, nee, ist nur leichter zu tragen. Vorräte sind oben. Irgendwo kommt da was. Und da. Ich möchte hier ungestört rumlaufen.
Okay, ja, so, da geht da. Da waren wir. Den nehmen wir noch mit. Toilette. So, genau. Oh ja, Moment. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier glaube ich zu wissen. So, haben ein bisschen Muni, dann nutzen wir die doch mal. Aber nicht übertreiben. So. Okay. Oh, Schiebetür. Schön. Sehr gerne mit. Sind schon vollgestopft. Nicht zerlegen, Opa. So, Knochen weg. Brot noch mal genug. Stoff haben wir im Moment auch jede Menge. Mais finden wir überall. Glas brauchen wir jetzt auch keins. Nägel kann ich mehr herstellen. Messing würde ich behalten, wegen Großvaters Mondschein. Gut. Uiuiui. Handwerks-Dingsbums-Gedöns, ja. So, jawohl. Gut. Ja, Bücher gibt es hier einige, ne? Jetzt habe ich ein wenig die Orientierung verloren, wie immer. Da geht es aber, glaube ich, weiter. Ne? Was haben wir hier noch? Bathroom. Oh. Dachte schon, es wäre ein Kopf. Das weg, den Kochgrill nehmen wir mal mit. Haben wir, glaube ich, noch keinen. Gute Toilettenpapier. Oh, wer weiß, wann man es mal wieder braucht. Ne? Ja. Gut, das Holz kann weg, das Brot kann weg. Die Pflastersteine kann ich mir sammeln. Boah. Ja, die Teile würde ich schon gerne mitnehmen, aber die brauchen so viel Platz. Da geht's hoch. Ist jetzt die große Frage, soll ich jetzt schon mal runter? Nee, komm. Müssen wir halt ein bisschen aussortieren. Ich kann es nicht ändern. Kopf. So, ach, hier sind auch die Vorräte in der Etagerie und der Hauptblut.
Vorräte, Vorräte. Da. Oh. Und sehr schön. Mission erledigt. Als ob. Jetzt umgucken. Schöner großer Dachboden, ja, Nägel und Blei. Muss jetzt eh gleich. Boah. Kaffee. Ah, die Stahlknüppelteile auf keinen Fall weg. Das kann weg. Die Spritze. Boah. Bringt 50. Die kann ich auch verkaufen. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe hier fast alles voll hier. So, 8. 50. 12. Ja, ich muss jetzt leider Gottes hier ein bisschen ausmisten. Bringen die noch mal 10. Weg. Also, wieso habe ich hier noch die Bäumchen? Maismehl, ja. Hier habe ich noch Bruchsand, kann auch weg. Ich habe hier noch keine. Doch, sicher habe ich. Ich habe eine Bettungmaschine. So, komm, ist gut. Wir nehmen jetzt hier noch, versuchen noch alles mitzunehmen, was wir hier an. Ach ja, da muss ich ja noch mal hacken. So, wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Ich habe gerade überlegt, als ich anfing, dachte ich, ich habe da Lockpicks, aber es sind da 3 Stück. Und die werde ich jetzt erstmal einsparen, aufsparen, wie auch immer. So, dann haben wir hier noch 58, 9, wow. Gute Stiefel, 28, 50, oh Mann. Den Schrot, machen wir den weg. Knochen weg und nehmen das, ja. So. Aber, ein Problem, oh, Eisenbahn. Warte mal, ich könnte hier verändern und das reinpacken. Abschließend haben wir wieder einen Platz mehr. Und wir haben eine rote Waffe. Sieht gut aus. Die können wir auf jeden Fall schon mal benutzen. Sorry. Schockstabteile, ja, was zum Verkaufen. So, das war's. Komm, es ist gut jetzt. Wird da nichts mehr looten. Schau jetzt ab und gucke, was zum Händler kommen. Okay. Oh, Aloe-Samen. Blutbeutel bringt nichts. Dann nehmen wir den Aloe-Samen mit. Elektrische Teile finden wir auch nochmal irgendwo. Messing, die will ich verkaufen. Komm. Ich will gar nicht mehr gucken. Will nicht, aber ich mach's trotzdem. Ich weiß. So, warte mal. Hier kann ich raus. Aber Gammelfleisch haben wir doch. Knochen schmeißt er weg. Das ist gut. So, warte mal. Wir können doch von hier aus. Oh, dahin. Tut uns doch nicht weh. Oh. Das hat sich gut angehört, ne? Die kamen aus dem Wasser und es gab den Sound. Finde ich gut. Jede Menge Gammelfleisch im Wasser, ne? Kann ich das auch ischen? Der schwimmt richtig. Das ist ja ganz neu. Okay. Geschenkt. Aber nicht in die. Oh. Okay. Wieso war der unter Wasser? Egal. So. Es geht weiter. Wo ist mein Moped? Nee, mein. Ja. Fahrrad.
Ja, die Fackel kann er eh nicht mitnehmen. Da liegt sie, ne? Es sei denn, Fackeln. Ja, ich könnte es auch herstellen, aber warum? So, schieb mal ein bisschen was rüber. Nee, so rüber. Und nimm die Fackel mit. So. Ja, Blümchen nehme ich jetzt keine mehr mit. Das ist ja Wahnsinn. So geht's weiter. Auf geht's. Zurück zu. Ne, nicht zurück zum Händler. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wir haben ja hier auch noch einen Händler. Den werden wir jetzt mal zuerst aufsuchen und mal gerade noch mal gucken. Beim Händler habe ich noch. Ach, bei dem Händler habe ich noch Loot rumliegen. Oh Gott. So, stopp, stopp, stopp. Wo ist denn die Markierung da? Genau. Passt. Passt. Und so geht es immer Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen weiter. Genau. Das finde ich auch so geil. Da kommst du nirgendwo raus, nirgendwo raus, wenn du irgendwo mal da reinfährst. Nur die Zäune sind nicht sehr stabil, ne? Das ist also kein. Gut. Ist die große Frage. Also ich hab nichts zu trinken. Ich habe immer noch nichts zu trinken. Habe ich mir hier eine Feuerstelle aufgebaut, aber ich habe keinen Kochtopf. Ne? Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Aber wir haben Probleme mit unserem Wasser. Wir haben Durst. Wird doch gleich meckern. Jetzt wollte ich nur mal gucken, was hatte ich denn hier noch für eine Base? Das ist schon so lange her, ich habe keine Ahnung. Okay. Die sind wieder gespawnt. Gut, ist klar, weil es so lange her ist. Weiß gar nicht, hatte ich hier noch einen? Unberührt. Ach ja, hier ging es hoch, ne? Hoppla. Oder hatte ich hier alles leergeräumt? Da kenne ich das nämlich. Nichts passiert. Gut. Oh, nichts leergeräumt. Okay. Habe ich hier was zu trinken hinterlassen? Nee. Habe ich hier eine Feuerstelle gebaut? Ja. Und ich habe was zu trinken. Ah, wie gut ist das denn? Richtig gut. Das heißt, wir könnten hier mal kurz bleiben und Wasser kochen. Wasser wäre mal wichtig. 5 Stück immerhin. Das finde ich jetzt ja schon mal gut. Das Essen haben wir da. Das ist auch gut. So, einmal kurz aufräumen. Ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So, ich mache die Teile mal hier rein. Da bleiben wir noch ein bisschen hier. Sogar noch ein Grill für einen Kochtopf. Den kann ich jetzt nicht einfüllen. Da legen wir ihn rein. Bleiben wir ein bisschen hier oben. Chrysanthemen finden wir ja. Oder haben wir sogar welche? Wir haben sogar welche. So, dann einmal so. Ich mache jetzt erstmal die Kiste leer und mache die voll. Aber das nehme ich mit. Steine brauchen wir jetzt hier keine. Sechser Eisenschaufel und ich habe eine. Oh. Ja, natürlich.
Verändern. Ja, ja. Verändern. Oh, 4 Slots. Guckt ihr da dann. Da kann ich richtig was reinpacken. Das freut mich. Das hier sollten wir mal noch lernen. So, die Chip. Könnte man eigentlich hier lassen. Zurück zum Händler, genau. Ich nehme hier noch alles mit, was der Händler haben möchte. Habe ich jetzt eh alles rübergeräumt. Und mal gucken, was ich jetzt noch rübergeräumt habe, was ich brauche. Essen nehme ich wieder mit. Beton. Ach so. Ja, doch, ich gehe zum Händler, aber nicht zu meinem. Stahlwerkzeug bleibt alles hier. Dann gucke ich, wenn ich nachher wieder zurückfahre, dann nehme ich mal die ganzen Teile und die ganzen Mods und alles, was man so braucht, mit. Nicht kaputt machen die Kiste. Schockstab. Bergknüppel. Ja, natürlich hier. Also, Moment. Knüppel bleibt hier. Das kann hier bleiben. Die werden verkauft. Das und das kann hier bleiben. Das wird verkauft. Ja, ich habe aber immer noch zu wenig zu trinken. Das heißt, ich müsste dann doch mal noch wenigstens eine, zwei Sachen herstellen. Ja, die sind da böse am Abräumen. Roter Tee. Läuft noch ein bisschen, 2 Minuten. 4 Minuten. Gut. Warten wir noch kurz ab. Hätte ich hier auch ein? Ne. Kurz zu. Ein bisschen Privatsphäre, ne? Was macht er noch mal? Ah. Gut, passt aber hier nicht rein. Nee. Noch nicht. Okay. So, wir kommen eh wieder. Oh, das dauert ja ewig. Eins nehmen wir mit, das reicht erstmal und dann gehen wir zum Händler. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da kann ich ja noch hier ein bisschen rumkrutscheln und kann warten, bis das hier fertig ist. Ne? Bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.